beginnt eigentlich euer Tag? Naja, bei mir geht es immer ganz langsam. Ich wache auf, wenn Glück, ohne Wecker. Finde ich ganz toll, ohne Wecker aufzustehen. Du auch? Ja. Ja, und dann höre ich mir erstmal so ein bisschen 10 Minuten Musik an. Genau, und heute Morgen habe ich gehört, 180 Jahre Hohner Mundharmonika. Die Mundharmonika ist 180 Jahre alt und ist tatsächlich Marktführer weltweit. Und der hat sein Geschenk letztes Jahrhundert gemacht, indem er allen, die irgendwie da in die Staaten ausgewandert sind, so eine Mundharmonika mitgegeben hat. Und siehe da, it had geklappt. Boah, das war ja mal eine pfiffige Idee. Ja. Und vor allem, dann ist mir nämlich eingefallen, dass ich als Kind natürlich eine hatte, und zwar von meinem Opa, und natürlich stand da Hohner drauf. Mhm. Und dann habe ich überlegt und überlegt und überlegt, wo könnte sie sein? Ich komme nicht drauf, ist weg, ja. Das wäre jetzt, wo ich das gehört habe, dachte ich, was wäre das für ein Schätzchen, ne? Ja. Also, Bob Dylan spielt drauf, Love Me Do von den Beatles ist drauf. Und was hatten sie noch eingespielt? Naja, und natürlich sehr viel Südstaaten-Blues und so. Oh. Auch dieses... Da haben die also da dieses Zuggeräusch nachgemacht und so. Also eine Riesengeschichte. Ich liebe Radio am Morgen. Und ich liebe, mich einzucremen am Morgen. Das mache ich nämlich immer, nachdem ich aus der Wanne steige. Und da habe ich jetzt was, das führe ich jetzt mal der Michaela vor. Das kennt sie nämlich gar nicht. Och. Das heißt, doch, kennst du Ginger Morning? Nö. Siehst du? Das ist nämlich ganz was Jeckes. Komm mal her. Pass auf, das mache ich jetzt da drauf. Na, komm raus, ich hatte es doch schon. Verreib mal, ist das nicht wunderschön? Moment, erst mal. Nicht so schnell. Guck mal, wie das schnell. Schon aussieht. Ah. Wie das aussieht. Das ist ganz rutschig, flutschig, schön dünn. Schön dünn, flutschig, flutschig. Sieht super aus und? Davon wird man aber wach. Ja, und vor allem mit Michaela, die es ja mit dem Duft nicht so hat. Oh, ne? Das riecht gut. Ja, das sage ich dir. Ist das nicht wunderschön? Und wir blicken stumm auf dem ganzen Tisch herum und haben natürlich noch mehr für euch. Und zwar das hier. Ist so, was ist das? Ja, guck mal, was steht denn drauf? Glow Lotion. Also wenn man das aufträgt, dann leuchtet man im Dunkeln. Ja, so wurde es Christoph verkauft. Christoph hat es mir geschenkt. Warum findet er dich sonst im Dunkeln nicht? Habe ich ihn ehrlich gesagt nie gefragt. Aber er ist wohl zur Verkäuferin hingegangen und hat gesagt, ich möchte was Besonderes. Und etwas, was gut riecht. Meine Freundin cremt sich regelmäßig ein. Und dann meinte die, Und schon war Christoph überzeugt. Okay. Es ist natürlich nicht so, dass man im Dunkeln leuchtet. Und ich muss gestehen, komm, ich zeig, mach mal. Ach, warte mal, ich kann es auch oben raus machen. Aber nicht auf meinen schönen Duft. Nee. Das tritt sich fest hinten nachher. Guck mal, mach mal auf der anderen Seite. Upsa. Das riecht nach Bonbon. Das riecht nach Bonbon, genau. Ne, nichts für mich. Ja, zeig mal. Also, das hat gut gerochen. Ja, ich muss ja gucken, ob du in der Dunkelheit Finsternis leuchtest. Siehst du da jetzt irgendwas? Es schimmert ein bisschen. Nimm mal die Ikea-Sonne. Den Hals ein bisschen schwenken. Das ist mein Brutallicht. Ein bisschen höher, dann sieht es auch jeder. Ja, wie man sieht, sieht man nichts. Ich wollte ja vortesten, ob man was sieht. Also... Außer, dass es eingecremt aussieht. Es sieht eingecremt aus. Glimmert, glitzert. Oh, mini. Vielleicht muss man das schütteln. Vielleicht sitzt das alles unten. Nee, oder vielleicht hast du das schon den ganzen Glitzer rausgelutscht, weil es unten saß. Es wird einen Grund geben. Gut. Also es riecht nach Bonbon und schimmert ganz, ganz bisschen. Dann habe ich hier noch was Schönes. Das kommt dann auf Französisch daher, von Sotheby's. Das ist Led Hydra Nourissante. Also, sprich, nahrhaft. Hoppala, das geht aber schwer auf so. Aber nichts zum Essen, ne? Nee, jetzt mache ich mir mal. Oh, guck mal, guck mal, was ich für einen blauen Fleck da habe, ne? Wahnsinn, ne? So. Riechen? Ich rieche nichts. Muss gleich erstmal verteilen. Ich auch nichts. Ist vielleicht eine nahrhafte. Eine nicht riechende Creme. Nicht riechende Creme wäre ja auch mal gut. Ist vor allem gut für Michaela. Ja. Ja, es ist auch. Also, irgendwie ist es auch schön von der Textur. Guck. Riecht immer noch nicht, oder? Ganz zart. Eigentlich so der typische Bodylotion-Geruch. Also ich würde sagen, die ist wahrscheinlich unparfümiert. Nee, ein bisschen was hat sie. Guck mal, ganz, ganz. Aber wer es eben dezent mag und wer nicht möchte, dass die Bodylotion das Parfum erschlägt wie das oder so. Hier. Muss ich mir gleich die Hände waschen. Also ich kann bessern, wäre ja schon mal gar nicht, ne? Also, ja, ist ja nur für mich, Bö. Das grüne Zeug riecht gut. Also, jetzt habe ich noch was, das ist auch ganz mild. Ganz mild. Das ist das super Glasfläschchen, also alles Bio. Und zwar der Körperbalsam Mandel
von Dr. Hauschka. Das ist jetzt schon meine zweite Flasche, weil ich die nämlich ganz toll finde. Upsasa. Ja. Ach, guck mal, jetzt habe ich das gar nicht gesehen. Das ist, kommt dann so daher. Ich habe es nicht gesehen. Naja, die haben es nicht gesehen. Ach so, ich habe es schon gesehen. Ich habe ja hingeguckt. Du hast nicht gesehen. Verteilt sich auch super. Riecht ein bisschen kräftiger. In der Weihnachtsbäckerei. Ja, was? Das riecht total nach Bittermandel. Ja, riecht nach Mandeln. Mandel, also total. Und guck mal, Mandeln. Jetzt im Vergleich, wie das schön eingecremt und glänzend aussieht, ne? Und was ich total super finde, also sind das, diese. Das musst du wahrscheinlich richtig sparsam auftragen, ja, oder? Das sind, und manchmal mische ich es auch, ja, zum Beispiel mit, ja, dem hier. Ich habe eins, was gar nicht riecht, oder das, ja, hier, was gar nicht riecht. Und dann mische ich das zusammen. Ah, hat man länger davon. Und es ist, stimmt, es ist tatsächlich intensiv. Sehr, sehr intensiv nach Mandeln. Aber lecker. Und ich muss auch dazu sagen, es verriecht eigentlich relativ schnell. Also es ist im ersten Moment, das ist bei den Duschgels, bei denen im Übrigen auch so. Im ersten Moment denke ich, oh mein Gott. Und dann ist es weg. Und ich finde die Flaschen so toll. Ich sammle die auch und fülle dann, ja, zum Beispiel auch meinen Gesichtsschaum und so. Das habe ich dann alles hier drin. Das sieht im Bad ganz toll aus. Ach, ja, und ich finde. Ja, und ich finde auch Glas halt gut, ne? Es ist halt kein Müll. Also, Glas kann man recyceln. Okay. Und wenn man es selber dann auch wieder befüllt, dann, ja. Also, ich finde ja. Lass mich auch mal. Ich muss nur noch kurz, so, um das. Es geht, so, weil es da, ja hin und her. Weil es dazugehört. Das ist jetzt die kleine Sondergröße zum Regenerieren. Und das hat mich nämlich total geärgert, weil die ist sehr leicht, die ist sehr praktisch. Wunderbar. Oh, Spender. Genau. Und lässt sich nicht wieder befüllen. Und ich hätte die so gerne als Reise. Also, wenn sie halt leer ist, ne? Ich habe alles probiert. Echt? Ja, geht. Ich auch nicht wieder Zange? Ich habe es noch. Wenn ich mir das zeige, ist es putt, ne? Und das finde ich jetzt richtig schade, lieber Doktor. Also das. Aber mach's mir nicht kaputt. Wenn ich hier mit der Zange so ein bisschen. Also, das Essen muss ja leer haben. So ein bisschen mit der Zange und dann kriegst du das hoch. Das hat einfach so ein Clip. Das gucke ich mir jetzt mit der Brille an. Also nein, das kann man nicht sehen. Das musst du hier mit der Zange anpacken, ein bisschen zusammen und dann hochziehen. Das ist so, das rastet so ein. Das geht. Also mach Michaela, wenn du die Brille aufziehst, dann siehst doch, du... Doch, das ist hier drauf gesteckt. Weil ist doch kein Problem, du machst das Ding leer und ob es jetzt wegschmeißt oder ob es kaputt geht. Das ist also der Versuch ist es wert. Stimmt. Du musst das nur mit der Zange hochziehen. Stimmt, da ist eine Falze. Ja, aber will... Ja. Michaela hat wie immer recht. Nee, nicht wie immer recht, aber ich bin ja praktischer Mensch und wenn ich ja was befüllen will, dann kriege ich das irgendwie hin, weil die haben das Zeug auch da. Also Leute, hätte auch mit dem Ding sein können, mikroskopisch kleine Naht, aber stimmt tatsächlich, ich kann es weiter benutzen. Hurra, hurra, hurra. Hurra. Also das gehört dazu. Okay, gut. Jetzt darf die Michaela ganz viel erzählen. Ich bin der Schnellduscher. Entweder Schnellduscher und nicht Eincremer, weil mein Körper kann das alles komplett selber und alleine, weil ich dieses Gleichgewicht nicht durcheinander gebracht habe. Weil wenn man das einmal anfängt, dann lehnt sich der Körper zurück und sagt, oh, brauche ich nicht mehr anzustrengen, mach mal von außen. Also ich muss gestehen, so ich creme mich ein wegen des Dufts. Ich creme mich schon gar nicht an den. Für Duft habe ich ach so. 3-4 Fläschchen stehen, das kommt dann so. Sprühe ich über mich und dann stelle ich mich rein in diesen Duftnebel. Das mache ich tatsächlich so. Eincremen würde ich mich nur im Sommer, wenn ich richtig stark in der Sonne war, wenn die Schienenbeine so pergamentig sind. Kennst du das? So gerade finde ich auf den Schienenbeinen kann man das gut sehen, wenn die Haut trocken ist von der Sonne. Dann creme ich mich mal 2 Wochen ein und dann Rest des Jahres wieder nicht. Was ich dann auch schon mal gerne mache, weil ich finde dieses klassische Eincremen doof, dann nehme ich hier diese Körpercreme, ne, und mache das schon in der Dusche noch auf die feuchte Haut. Also Nomen est Omen, Princess Hollywood steht da drauf. Und ne? Weil die Pötte auch gut dicht sind, da habe ich auch noch mal ein Duschpeeling dazu, steht das auch direkt immer in meiner Dusche drin. Weil wenn ich aus der Dusche draus bin, dann ist mir noch abtrocknen und dann anfangen einzucremen. Und wenn ich meine trockenen Beinchen habe, nehme ich auch gerne was mit Hyaluron, wie das hier zum Beispiel von Velmex, was wir auch fürs Gesicht haben. Ich habe es alles probieren lassen. Ja, mach mal. Aber ich habe jetzt kein Fleckchen mehr frei, was duftneutral wäre. Die lässt sich schön auftragen. Ist ganz, oh ja. Wie riecht sie? Ja. Ja, ganz dezent. Auch schön. Frisch, bisschen frischer als die andere, aber auch dezent.
Wenn ich aber mal zum Beispiel mit Schatzibatzi in der Sauna bin, dann nehme ich das hier. Also das ist jetzt eingepackt, das packe ich auch nicht aus, weil ich das jetzt nochmal verschenken möchte. Aber das sind so, das sieht im Prinzip aus wie Seife. Und dann geht man über den noch warmen Körper so drüber. Aber abgetrocknete Körper. Wie so eine Körper. Kann man machen, wie man will. Ist wie so eine Körperbutter. Oh, und dann lege ich ihn aufs Brett. Und dann creme ich ihn damit ein. Und dann massiere. Mit dem Duft cremst du denn ein? Oh. Dann massiere ich und knete ich. Und also ich creme lieber ein, als dass ich mich eincreme. Doch, also damit lasse ich mir das gefallen. Ich weiß nicht, wie du das machst. Also mir kommt ganz oft der Gedanke so, ach, die Beinchen bräuchten ein bisschen Creme. Also nicht meine, sondern dann habe ich so einen Pott Körpercreme in meinem Kleiderschrank stehen. Kleiderschrank auf, hole den Pott raus, setze mich dann ans Fußende und dann creme ich. Finde ich toll. Also nicht meine Beine, nein, Harimans Beine. Macht mal so eine Überraschungsattacke bei eurem Liebsten und schreibt uns in die Kommentarbox, wie die das fanden. Ich muss das mal ausprobieren. Ich glaube, meiner wird ziemlich dumm aus der Wäsche kommen. Echt? Nee, ja. Ich schnurre dann nur. Auch nicht schlecht. Mhm. Doch. Weil eigentlich ist es bei uns andersrum. Wenn er im Sessel sitzt, setze ich mich immer davor auf den Boden und sage, bitte. Und dann zeige ich ihm auch ganz genau, wo. Weil ich mich manchmal aber so wahrscheinlich dann ohne Creme, oder? Weil du ja meistens ohne Creme, was anderes. Ja. Und ja. Naja, ja, im Moment sagen wir mal, kalt, ne? Sagen wir mal ein bisschen was habe ich natürlich an, weil es eben kalt ist, aber dann da gibt es so Stellen, ne? Und dann sitze ich und dann sagt er, nach dem ersten Mal sagt er dann, jetzt ist aber gut. Und dann sage ich, nö, ist es nicht. Und dann macht er weiter. Gut. Herrlich. Mhm. Herrlich. So, wisst ihr jetzt, womit ihr euch eincremen könnt? Bestimmt. Ne? Tun oder lassen? Ja, könnt ihr ja selber entscheiden. Ich finde es auf jeden Fall klasse und ich mag es halt, wie gesagt, auch zu riechen. Aber mein Gesicht, das creme ich jede Nacht ein. Wenn ich im Bett liege, mache ich alles im Bett liegend. Da muss Creme drauf. Das geht gar nicht anders. Aber Körper brauche ich nur im Sommer. Und Martina cremt sich halt fürs Wohlfühlen. Ich meine, das ist natürlich auch ein super Aspekt, sich selber zu berühren. Weil eincremen hat auch was mit selber berühren zu tun. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich nackig schlafe, kann ich mich auch ohne Creme sehr viel Haut an Haut berühren. Aber ne, also das ist zum Beispiel auch wieder ein schönes Argument, um den Körper einzucremen, damit er so ein bisschen Streicheleinheiten bekommt. Von unten. Ob mit oder ohne Duft. Von unten bis oben. Genau. Also streichelt euch. Streichelweich. Mit Creme. Mit Lotion. Ja. Bodylotion. Oder lasst euch streicheln. So, jetzt ist aber gut.